Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns weiter mit Stylesheets beschäftigen, den Cascading Stylesheets, also den Möglichkeiten, wie wir Webseiten gestalten können. Dieses Video wird nicht fürchterlich spannend sein, weil wir einfach eine ganze Reihe von Stilangaben durchhecheln wollen, damit man einige von diesen Dingern gesehen hat und weiß, was man mit ihnen anfangen kann. Wen das nicht interessiert, der überspringt Teile davon oder wahlweise auch das ganze Video. Ist ja nicht wie bei der Ludovico-Therapie, dass ihr hier gezwungen werdet, dies alles anzuschauen. Bevor wir mit den Stylesheets anfangen, möchte ich noch ein kleines HTML-Element einführen, das uns bei der Strukturierung hilft. Dieses werden wir später noch öfter benutzen. Dabei handelt es sich um das div-Element. Im Prinzip ist das div-Element so etwas Ähnliches wie ein Absatz, nur gewissermaßen ohne die Semantik, die wir mit dem Begriff Absatz verbinden. Es ist einfach ein freies Strukturierungselement, das wir zu beliebigen Zwecken verwenden können. Diese div-Elemente sind üblicherweise nur dann interessant, wenn man sie mit einer Klasse versieht. Klassen haben wir gerade im letzten Video kennengelernt. Und wenn wir nun eine Klasse an ein Div-Element koppeln, können wir über diese Klasse festlegen, dass dieses Element ein bestimmtes Aussehen hat. So können wir dann bestimmte Teile unserer Webseite so formatieren, wie wir das gerne möchten. Wir haben hiermit nun also noch ein zusätzliches HTML-Element zur Verfügung, mit dem wir einfach bestimmte Bereiche innerhalb eines HTML-Dokuments kennzeichnen können, um sie dann mit einem Layout zu versehen. Auch später, wenn wir uns der Programmierung mit JavaScript zuwenden, können uns diese Div-Elemente noch gute Dienste erweisen. Aber soweit sind wir noch nicht und schauen uns das im Moment daher nur im Zusammenhang mit Stylesheets an. Dazu möchte ich jetzt wieder in meine Entwicklungsumgebung gehen. Da wollen wir nun ausprobieren, was wir alles machen können. Wir nehmen uns dazu wieder einmal unsere Vorlagedatei und erstellen eine Kopie von ihr. Ich nenne sie einfach einmal Stildemo. Mit dieser HTML-Datei werden wir jetzt so einige Übungen durchführen. Wir laden sie in unseren Editor und geben mir als erstes den Titel Demo. Damit wir das Ganze gleich ein kleines bisschen einfacher handhaben können, fügen wir heute ausnahmsweise mal die Stilangaben hier direkt in dieses Dokument ein. Wir verwenden also kein eingebundenes Stylesheet, sondern nutzen das Style-Element. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Text, damit wir auch etwas sehen. Den habe ich in einer separaten Datei vorbereitet, damit ihr mir nicht beim Tippen zugucken müsst. Ich kopiere jetzt kurzerhand meinen Absatz, den ich hier gerne im Text stehen hätte. Wir speichern den und laden ihn einmal in den Browser, damit wir auch etwas zu sehen bekommen hier. Und ich mache den mal ein kleines bisschen größer von der Anzeige her. Damit können wir uns dann gleich auch anschauen, was unsere Stilangaben bewirken. Damit wir das gleich besser erkennen können, nehme ich jetzt kurzerhand einmal diesen kompletten Absatz her, kopiere ihn einfach mit Steuerung C bzw. Command C und füge ihn noch einmal hier unten an. Das heißt, wir haben hier jetzt zweimal denselben Text untereinander stehen. Das sehen wir auch hier drüben, wenn wir den erneut laden. Diesen zweiten Absatz werden wir gleich mit Stilangaben formatieren. Dazu weise ich diesem Absatz jetzt eine Klasse zu. Ich nenne sie einfach Test. Damit haben wir jetzt also, wie gesagt, zweimal denselben Absatz untereinander stehen. Dass ich die Klasse zugewiesen habe, ändert erst einmal gar nichts. Der zweite Absatz sieht also genauso aus wie der erste. Für die Klasse Test möchte ich jetzt meine Stylesheet-Angaben festlegen. Also benötige ich hier oben in meinem Stylesheet einen Selektor Test. Und dort hinein kann ich jetzt meine Angaben machen und alle Angaben, die ich dort mache, beziehen sich nur auf diese Klasse. Damit können wir dann jetzt nach Lust und Laune herumspielen. Als erstes möchte ich einmal die Schriftart verändern. Das ist das Attribut Font Family. Wir sehen hier immer die Vorschläge. Für das möchte ich jetzt eine Schrift vergeben namens Bahnschrift, die unter Windows tatsächlich existiert, bei mir auf dem Mac allerdings nicht. Und genau das möchte ich hier einmal zeigen. Wenn ihr das jetzt unter Windows einmal nachspielt, ich empfehle sehr dringend, dass ihr das hier beim Schauen des Videos mit durchspielt und ausprobiert, dann sollte sich nach dem Abspeichern und erneuten Laden im Browser tatsächlich die Schriftart verändert haben. Bei mir aber tut sich nichts. Warum? Weil ich diese Schrift gar nicht auf meinem Computer habe. Und das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man im Web mit Schriften hantiert. Die Schriftart muss auf dem Computer desjenigen installiert sein, der eure Webseite besucht. Darauf haben wir als Ersteller allerdings keinen Einfluss. Wenn wir also eine Webseite von einem Webserver laden und die Schriftart bei uns nicht existiert, dann nützt es gar nichts, wenn der Ersteller der Seite eine ganz tolle Schriftart verwendet. Es sieht dann bei uns überhaupt nicht so aus, wie der Ersteller das gerne hätte. Dafür gibt es zwei Abhilfen. Die erste besteht darin, dass man hier gewissermaßen Ersatzschriftarten angeben kann. Wir können festlegen, dass wir am liebsten eine bestimmte Schrift hätten. Wenn die aber nicht vorhanden ist, dann bitte eine andere, die wir ebenfalls angeben können. Hier gebe ich einmal eine Schrift namens Verdana an und die existiert bei mir tatsächlich. Schon sehen wir auch, dass sich die Anzeige und das Aussehen im Browser verändert hat. Aber auch diese Schrift könnte bei einem Besucher unserer Webseite eventuell nicht existieren. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, sollte man daher als allerletztes immer eine der Standardschriftarten vergeben, die es garantiert immer gibt. Eine davon heißt Sans Serif.
Das ist eine serifenlose Schriftart, also ohne die Haken und feinen Linien an den Enden der Buchstaben. Wenn also alle anderen zuvor hier angegebenen Schriften nicht existieren, wird diese Standardschrift verwendet. Lasse ich hier die Verdana weg, wird also dann, weil die Bahnschrift bei mir nicht existiert, die Standardschrift sans serif verwendet. Ich möchte aber hier gerne meine Verdana haben und daher ändere ich das wieder zurück und füge die Schriftart hier wieder ein. Jetzt wollen wir einfach mal weitermachen und einfach ein bisschen hier herumspielen. Das ist alles nicht fürchterlich spannend, aber man kann, so denke ich, doch ein wenig dabei lernen. Und für den einen oder die andere ist es vielleicht ganz interessant, einmal zu sehen, was man so alles mit CSS machen kann. Als nächstes möchte ich gerne einmal die Schriftgröße verändern. Und zwar soll der Absatz eine Schriftgröße von 11 Pixeln erhalten. Und dann sieht der Text auf einmal so aus. Dann möchte ich, dass die Schrift kursiv sein soll. Das kann ich mit Font Style Italic erreichen. Und mit Font Weight Bold kann ich die Schrift fett machen. Die einzelnen Angaben überlagern sich, wie wir hier sehen. Wir haben immer noch die Verdana, die in einer Größe von 11 Pixeln verwendet wird und zudem kursiv und fett gesetzt ist. Wir können zum Beispiel auch noch die Farbe für diese Schrift festlegen. Das heißt dann nicht Font Color, sondern einfach Color. Und als Farbe habe ich einmal ausgesucht 2B6AA2. Ein hübscher Farbton, ein schöner Hexadezimalwert und auch das können wir uns wieder angucken. Wir können den Text auch mit einer Dekoration versehen, beispielsweise mit einer Unterstreichung. Dann sieht das Ganze so aus. Wir können den Text außerdem transformieren. Text Transform heißt das Attribut und ihr seht hier in den Vorschlägen des Editors eine ganze Reihe von Attributen, die ich hier gar nicht alle ansprechen möchte, die ihr aber nach Lust und Laune ausprobieren könnt. Wenn ich für das Attribut Text Transform den Wert Uppercase angebe, sieht der Text auf einmal so aus. Nun ist mir der Text zu nah aneinander geklatscht. Das kann ich ändern, indem ich eine Line Height festlege. Und die beispielsweise auf 180% hochsetze. Und schon ist der Zeilenabstand besser. Ich kann auch dafür sorgen, dass am Absatzanfang eine Einrückung zu sehen ist. Das mache ich mit Text Indent und verwende hier eine etwas andere Einheit als das, was wir bislang gesehen haben, nämlich ein EM. Jetzt gucken wir uns einmal die Einheiten an, die wir bislang kennengelernt haben. Wir sehen bei der Größenangabe der Schrift eine Angabe in Pixeln, also eine absolute Größenangabe. Wir sehen beim Zeilenabstand eine prozentuale Angabe, nämlich 180%, eine relative Angabe von der vorhandenen Schrift. Und wir sehen hier eine von der Schriftart abhängige Größenangabe, die Breite eines M in der gerade verwendeten Schrift. Das ist eine unter Typografen recht verbreitete Bezeichnung. Das sind verschiedene Möglichkeiten, wie man Werte angeben kann. Da muss man immer schauen, wie man das am geschicktesten macht. Wie gesagt, die Details kann man alle in einem guten Nachschlagewerk finden, das ich schon empfohlen habe. Solche Dinge schaut man nach, wann immer man sie braucht. Das ist nichts, was man auswendig lernt. Wichtig ist nur, dass man um die Potenziale weiß, also was es alles für Möglichkeiten gibt. Und das ist der Grund, warum ich einige von diesen Dingen hier vorstelle. Jetzt können wir zum Beispiel auch noch dafür sorgen, dass der Text in unserem Absatz rechtsbündig gesetzt wird. Dann sieht das Ganze so aus, aber das finde ich nicht schön. Ich hätte das Ganze lieber im Blocksatz und auch den gibt es. Dafür vergeben wir den Wert Justify für das Attribut TextAlign. Wir können zum Beispiel auch um den ganzen Absatz einen Rand setzen, wenn wir das hübsch finden. Ich mache das einmal hier in einer Breite von einem Pixel mit durchgezogener Linie und in derselben Farbe, die wir hier oben schon für den Text selber verwendet haben, also 2B6AA2, den Hashtag davor wieder nicht vergessen. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist natürlich wieder überhaupt nicht schön, weil hier die Linien direkt an den Text klatschen. Ein erster Gedanke ist dann vielleicht, dass ich den Absatz mit einem Rand versehen könnte. Was ist ein Rand? Das ist ein Margin, möchte man meinen. Und dann mache ich hier einmal einen solchen mit einer Breite von zum Beispiel 10 Pixeln. Und dann stellen wir fest, dass nun zwar der ganze Absatz eingerückt ist, der Abstand zum Text nach innen hin aber immer noch nicht da ist. Das liegt daran, dass ein Margin einen Außenabstand festlegt. Im Gegensatz dazu gibt es auch einen Innenabstand und den nennt man Padding. Auch da vergeben wir jetzt einfach mal einen Wert von 10 Pixeln und gucken uns das Ganze noch einmal an. Und schon sieht das Ganze anders und ein bisschen hübscher aus. Wir haben jetzt also so eine Art
Panel erzeugt, einen Kasten erzeugt, in dem wir Text, aber natürlich auch andere Inhalte darstellen können. Und das wären so einige der Transformationen, die wir mit Text durchführen können. Jetzt möchte ich noch ein paar andere Sachen angucken. Zum Beispiel möchte ich jetzt hier am Anfang der Seite einmal ein Bild einfügen. Dazu habe ich wieder was vorbereitet. Ich habe mir in einem anderen Ordner ein Bild abgelegt. Das kopiere ich wieder in unseren Ordner Bilder hinein. Das Bild heißt tor.jpg. Und das binde ich nun als allererstes hier oben in meinen Rumpf ein. Wenn wir die Seite erneut laden, sieht das Ganze jetzt also so aus, dass wir hier oben dieses Bild zu sehen bekommen. Das gefällt mir in dieser Form noch nicht und deshalb möchte ich für das Bild jetzt ebenfalls Stilattribute festlegen. Das machen wir, indem wir in unser Style-Element hier oben für das Bild, für unsere Image-Elemente Angaben vornehmen. Wir könnten beispielsweise sagen, dass wir die Breite des Bildes beschränken wollen, zum Beispiel auf 200 Pixel. Dann wird es nicht so groß angezeigt, wie es eigentlich ist, sondern es wird entsprechend verkleinert. Dann möchten wir vielleicht, dass der Text um das Bild herumfließt. Das können wir machen, indem wir für das Attribut Float das Attribut, den Wert Left vergeben und sehen dann, wie der Text um das Bild herumfließt. Jetzt haben wir natürlich wieder den hässlichen Effekt, dass der Text an der Seite und auch unten, naja, da nicht so ganz, aber vor allem an der Seite, direkt an das Bild klatscht. Auch das ist wieder nicht schön. Wir könnten jetzt ein Margin vergeben, das allerdings dafür sorgen würde, dass auch oberhalb und links von dem Bild ein Rand entsteht, ein Abstand entsteht. Da wir das nicht wollen, legen wir nur rechts von dem Bild mit Margin Right und unterhalb des Bildes mit Margin Bottom einen Abstand von 10 Pixeln fest. So bleibt das Bild oben links in der Ecke, aber zum Text hin haben wir nun vernünftige Abstände gewonnen. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Das nächste ist im Augenblick noch gar nicht so wirklich sinnvoll, aber wenn wir später mit JavaScript arbeiten, kann das interessant werden. Da könnten wir dann nämlich beispielsweise einen Knopf auf unserer Seite einbauen, auf den der Benutzer klicken kann, um die Bilder zu verstecken. Darauf kommen wir dann noch zurück, wenn es soweit ist. Im Augenblick können wir mit unserer Webseite noch nicht interagieren, aber verstecken können wir das Bild dennoch. Dafür geben wir dem Attribut Visibility den Wert Hidden. Dann ist das Bild scheinbar nicht mehr da, der Platz dafür wird aber immer noch reserviert. Wenn wir das anders machen wollen, also den Platz nicht reservieren wollen, dann können wir stattdessen das Attribut Display vergeben und dem den Wert None zuweisen. Dann ist es so, als ob dieses Bild gar nicht da wäre. Das ist, wie gesagt, für uns im Augenblick nicht fürchterlich sinnvoll, wird uns aber später im Zusammenhang mit JavaScript noch nützliche Dinge leisten, weil wir da tolle Interaktionen mit umsetzen können, mit denen wir zu beliebigen Zeitpunkten Elemente hervorholen und verstecken können. Nicht nur Bilder, sondern ganz beliebige Elemente. Das soll es als kleiner Spaß mit den Bildern gewesen sein. Jetzt gucken wir uns noch zwei weitere Dinge an. Ich möchte dazu als erstes eine Überschrift einfügen. Auch die habe ich schon einmal vorbereitet. Und auch für diese Überschrift möchte ich jetzt bestimmte Attribute festlegen. Wir sehen hier übrigens, dass die serifenlose Schrift für die Überschrift nicht angewendet wird, weil wir die ja nur für dieses Absatzformat hier festgelegt haben. Wenn wir der Überschrift jetzt auch die Klasse Test zuweisen, wird auch diese Überschrift die Formatierungen bekommen, von hier übernehmen, also aus dem Stylesheet übernehmen, für die wir für Test vergeben haben, und zwar alle Angaben, die dort festgelegt sind. Das möchte ich aber gar nicht, deshalb nehme ich die hier auch ganz schnell wieder weg. Und so sieht die Überschrift wieder ganz normal aus. Ich möchte jetzt die Überschrift stattdessen mit einem kleinen Hintergrundbild versehen. Dazu habe ich wieder etwas vorbereitet. Und zwar lege ich in den Bilderordner noch zwei weitere Bilder hinein, die wir gleich noch, das zweite davon brauchen wir gleich erst etwas später. Das erste werden wir uns jetzt gleich angucken, nämlich die Bilder Karo und Karo Klein. Karo ist nichts anderes als einfach ein kleines Viereck und das Karo Klein ist ein noch kleineres Viereck. Was machen wir mit denen jetzt? Ich möchte, dass meine Überschrift einen Hintergrund bekommt. Dafür muss ich zunächst den Selektor für die Überschrift angeben und verwende dort dann das Attribut Background, allerdings nicht Background Color, um dem eine Hintergrundfarbe zu geben, sondern wir verwenden jetzt Background Image, weil wir ja ein Hintergrundbild verwenden wollen. Dazu gebe ich als Wert eine Adresse an, eine URL, und in die Klammer hinein schreibe ich jetzt den relativen Pfad von unserer Datei zum Bild. Also müssen wir zunächst in das Unterverzeichnis Bilder gehen und darin haben wir ja dann das Bild karo.png. Da müssen wir jetzt darauf achten, die richtige Dateiendung zu verwenden, denn hier handelt es sich um ein anderes Bildformat als das, was wir eben verwendet haben. Kein JPG, JPEG, sondern ein PNG, eine Portable Network Graphics.
Wenn wir das so machen, dann wird jetzt unsere Überschrift mit diesem Hintergrund hinterlegt. Das ist unten ein bisschen abgeschnitten, was daran liegt, dass die Höhe der Überschrift nicht hoch genug ist, um die zweite Karo-Reihe in voller Höhe darin abzubilden. Das können wir noch ein bisschen verhübschern, indem wir die Höhe der Überschrift auf 40 Pixel setzen. Dann ist die Überschrift etwas höher geworden und die zweite Reihe der Karos ist nun vernünftig zu sehen. Das Bild mit unserem Karo, wenn wir uns das einmal angucken, sehen wir, dass das nur ein ganz kleines, winziges Bild ist, das gar nicht viel Speicherplatz benötigt. Wir sehen aber, dass das als Hintergrundbild hier immer aneinander gehängt wird. Bei Hintergrundbildern wirkt also ein automatischer Wiederholungsmechanismus, der das Bild quasi als Kachel verwendet. Wenn ich den nicht haben möchte, kann ich ihn auch deaktivieren. Dafür gibt es das Attribut Background Repeat, dem ich den Wert NoRepeat zuweisen kann. Wenn ich das tue, dann erscheint das Bild nur ein einziges Mal hier oben hinter und das war es auch schon. Das möchte ich aber auch nicht. Ich möchte stattdessen einen anderen Wert hier angeben, nämlich RepeatX. Dann wird das Bild nur in einer Dimension, nämlich der X-Dimension, wiederholt, also in der horizontalen Dimension wiederholt. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen was mit Aufzählung machen. Dazu fügen wir in unser Dokument eine Aufzählung ein. Auch das habe ich wieder vorbereitet. Wir speichern die Datei und schauen sie uns einmal im Browser an. Als erstes möchte ich, dass die beiden Aufzählungen, ja, das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, nicht untereinander stehen, sondern nebeneinander. Dazu sage ich, dass sowohl das UL als auch das OL, das Komma zwischen den beiden Selektoren, besagt, dass die folgenden Angaben sowohl für UL als auch für OL gelten. Nur eine Breite von 200 Pixeln haben sollen. Das macht noch überhaupt keinen Unterschied, wenn wir uns das nun im Browser angucken. Aber jetzt lege ich zusätzlich fest, dass diese beiden Elemente mit einem Float versehen werden, das den Wert Left bekommt. Das sorgt dafür, dass wir jetzt hier einen Umfluss haben. Die erste Aufzählung wird mit einer Breite von 200 Pixeln versehen und die zweite Aufzählung ebenfalls. Aber so ganz schön ist das noch nicht, denn der Text steht noch rechts daneben. Und wenn wir jetzt außerdem noch dafür sorgen, dass unser Bild wieder angezeigt wird, ich hole das mal eben hier zurück, indem ich diese beiden Zeilen rauslösche, dann sehen wir auch das Bild hier wieder, dann ist das alles da irgendwie so drin hineingewuselt. Und wenn wir das nochmal ein kleines bisschen breiter ziehen, sieht man das sogar nochmal besser, wie das also alles nebeneinander hier steht. Das ist irgendwie ganz und gar nicht schön. Wie können wir das jetzt so machen, dass sowohl das Bild als auch der Text unterhalb der Aufzählungen zu finden sein werden? Nun, ich kann für mein Bild das Attribut Clear vergeben und dem den Wert Both zuweisen. Dann wandert das Bild schon mal nach unten. Aber der Text ist ja immer noch so komisch da rechts neben. Deshalb legen wir das auch noch für den Absatz fest, indem wir hier jetzt dem P ebenfalls ein Clear mit dem Wert Both zuweisen. Allerdings haben wir nun das schöne Umlaufen des Absatzes um das Bild verloren. Wenn wir das nun wieder haben wollen, wird es ein kleines bisschen komplizierter. Dann könnten wir das Bild und den Absatz in eine Div-Umgebung packen und dieser dann das Clear Both mitgeben. Das wollen wir an dieser Stelle aber nicht vertiefen und stattdessen lieber noch ein kleines bisschen was mit den Aufzählungen machen. Da möchte ich nur noch zwei kleine Dinge durchführen. Zum einen gefällt mir das bei dem UL nicht, dass da diese Kreise vor den einzelnen Listeneinträgen sind. Ich hätte da gerne etwas anderes und möchte ein eigenes Bild festlegen. Das kann ich mit dem Attribut ListStyleImage machen, das ich aber jetzt natürlich nur für das UL und nicht für das OL vergeben möchte. Deshalb mache ich hier noch einmal einen eigenen Eintrag für das UL auf und gebe hier ListStyleImage an und auch hier wieder eine URL, ähnlich wie das eben auch schon war bei dem Hintergrundbild, wo wir jetzt also Bilder und dann das Karo klein.png verwenden. Und das auch noch richtig geschrieben. Nach dem Speichern lade ich die Datei hier drüben neu und wir sehen, dass wir hier jetzt diese Kästchen anstelle der Kreise vor den einzelnen Einträgen stehen haben. Zum Zweiten möchte ich auch noch für das OL eine Angabe machen. Und zwar hätte ich gerne, dass jetzt dort die einzelnen Elemente nicht mit erstens, zweitens, drittens, also mit Zahlen nummeriert sind, sondern ich hätte gerne einen anderen List-Style-Type. Und zwar in diesem Fall hätte ich gerne kleine Buchstaben und das macht man mit Lower Alpha. Das zeigt jetzt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die wir mit CSS haben und es gibt noch viel mehr. Damit könnt ihr einfach mal ein wenig herumspielen und Dinge ausprobieren. Der Editor macht auch schon immer Vorschläge für Attribute und Attributwerte, zumindest wenn ihr einen Editor wie den von uns vorgeschlagenen verwendet. Aber sinnvoll ist es natürlich, ein Referenzwerk wie das hier schon empfohlene zur Hand zu nehmen.
Nach dieser kleinen Vorführung habe ich hier auf einigen Folien einige dieser Elemente noch einmal aufgeführt. Ich möchte die hier jetzt nicht im Einzelnen durchsprechen, sondern das ist eher dazu gedacht, dass man diese Folien als Mini-Nachschlagewerk nutzen kann. Als PDF-Datei findet ihr das wie üblich in den Vorlesungsunterlagen. Viel besser könnt ihr das natürlich in einem richtigen Nachschlagewerk nachlesen, wie ich es im letzten Video und auch in den Vorlesungsunterlagen empfohlen habe. Wir haben hier einige Attribute für die Schriftformatierung, für Ausrichtung und Abstände, hier für Positionierung und Anzeige, hier für Listen und Tabellen und hier für Hintergründe. Wir haben uns eben längst nicht alles davon angesehen, das würde ein bisschen zu lange dauern, aber als Ergänzung ist das hoffentlich verständlich und ein wenig hilfreich. Das soll unsere kleine Einführung in das Layout, das Design von Webseiten gewesen sein. Wir haben eine ganze Reihe von Stilangaben nun kennengelernt. Als nächstes wollen wir jetzt hergehen und das Gelernte anwenden auf ein Mini-Mini-Mini-Projekt, nämlich die Webseite mit den Buchtipps, die ich neulich bei den Videos zum Thema HTML erstellt hatte. Diese soll im nächsten Schritt mit einem Layout versehen werden. Tschüss, bis zum nächsten Video.